Ein wichtiges Thema beim Hausbau ist heutzutage immer in größerem Maße die Energie. Damit meine ich nicht die Energie, die irgendwann aus der Steckdose herauskommt, sondern die Energie, die man selbst erzeugen kann. Die Rede ist von Photovoltaikanlagen. Da bin ich jetzt am Stand der Firma Glenn Solar. Und da frage ich Marco Anger gleich mal, was können Sie denn auf diesem Gebiet einem Kunden überhaupt bieten? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Marco Anger von der Firma Glenn Solar aus Aue. Wir realisieren seit mittlerweile 11 Jahren deutschlandweit schlüsselfertige Photovoltaikanlagen. Schlüsselfertig heißt für uns und auch für den Kunden, dass wir dem Kunden alles abnehmen, wir erledigen alles. Das heißt, wir liefern das Material, wir montieren das Ganze, wir kümmern uns um die Verkabelung, um Anschluss vom Wechselrichter, aber auch die ganzen Formulare und Anträge, das machen alles wir für den Kunden, sodass der Kunde ganz entspannt zurücklehnen kann und zugucken kann, wie wir die Anlage montieren. Welchen Vorteil hat eigentlich eine solche Photovoltaikanlage für den Einzelnen oben auf dem Hausdach? Es möchte sich ja auch irgendwann mal ein bisschen rechnen. Natürlich. Es ist halt so, dass der Kunde unabhängig wird von den Strompreiserhöhungen und dass er halt seinen Strom selber erzeugen kann und das halt zum Nulltarif. Es ist so, dass wir halt zum Kunde direkt hinfahren. Wir machen dort eine Datenaufnahme, eine Analyse von den baulichen Gegebenheiten vor Ort. Daraufhin kriegt der Kunde von uns ein Angebot mit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse. Und in dieser Wirtschaftlichkeitsanalyse sieht dann der Kunde ganz genau, was kostet die Anlage und vor allem auch, was bringt es ihm, diese Anlage. Nach einem Jahr, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren. So, dass man auch mal sieht, wie hoch ist denn die Rendite auf so eine Anlage und nach wie vielen Jahren hat sich die Anlage amortisiert. Das ist halt ganz wichtig. Und der Kunde sieht vor allen Dingen, was spare ich denn ein Jahr an Stromkosten und was kriege ich an Einspeisevergütung. Sie haben uns dankenswerterweise auch ein paar Aufnahmen mitgebracht. Was sehen wir denn da so im Einzelnen? Das sind zum Teil sehr beeindruckende Anlagen. Ja, das sind mehrere größere Anlagen, die wir auch realisiert haben, wo man einfach mal sieht, in welchen Größenordnungen wir arbeiten. Wir bieten ja auch Pachtdächer an, das ist auch ein Standbein von uns. Und darauf wird jetzt nochmal mein Kollege Herr Seidel etwas näher eingehen. Pachtdächer, das ist ein spannendes Stichwort. Was heißt das? Ich habe ein Dach und verpachte es an jemanden. Wie muss man sich das vorstellen? Genau, also es ist tatsächlich sehr interessant, weil wir bieten praktisch Firmen oder Kunden mit Dachflächen ab 600 Quadratmetern aufwärts nach oben, keine Grenzen gesetzt, die Möglichkeit, aus leerstehenden Flächen Geld zu machen. 600 Quadratmeter klingt jetzt erstmal nicht so groß. Gerade wenn man an Industriebetriebe denkt, die großen Hallen, da sind 600 Quadratmeter relativ schnell weg. Was waren so die größten Projekte, die Sie bislang gemacht hatten? Sicher nicht nur 600, oder? Also wir haben Objekte auf dem Tisch liegen bis zu 10.000 Quadratmetern. Das ist ein Hektar. Ist ein Hektar Dachfläche, ja genau. Aber es ist halt einfach verschenktes Geld, wenn ich es nicht mache. Ja, weil Firmen mit solchen Dachflächen haben meistens einen Stromvertrag, wo sie halt wenige Cent für den Strom bezahlen. Das heißt, eine eigene Anlage rentiert sich am Ende für diese Firmen nicht. Und dann kann ich natürlich mit den Dachflächen trotzdem Geld verdienen. Zum Thema Geld verdienen vielleicht noch die große Frage gestellt, gibt es denn Förderungen, wenn ich eine Photovoltaikanlage betreibe, ob nun auf einem gepachteten Dach oder auf meinem eigenen? Also auf dem gepachteten Dach kann ich Ihnen sagen, ist es für einen Kunden ja relativ irrelevant, ob irgendwelche Förderungen ausstehen, weil der Kunde gibt uns praktisch die Dachfläche zur Verfügung und kriegt von uns ein gewisses Entgelt ausgezahlt. Als Vorauszahlung für 20 Jahre oder auch gerne jährlich, wie das der Kunde gerne wünscht und wie steuerlich für ihn am besten ist. Und auf Privatanlagen, da kann Ihnen der Herr Anger mehr dazu sagen, wie da die Förderungen aussehen. Da bin ich gespannt. Ja, im Bereich Privatanlagen ist es so, dass der Kunde noch eine Einspeisevergütung bekommt. Diese ist auf 20 Jahre festgelegt und die bekommt er auch garantiert. Und es gibt noch Speicherförderungen. Und dann sehe ich hier direkt am Stand, es gibt auch noch 10% Rabatt. Wahrscheinlich jetzt nur innerhalb dieser 3 Tage hier auf der Baufachmesse in Zwickau. Ganz genau. Jeder Kunde, der jetzt heute und in den nächsten 2 Tagen zu uns kommt und einen sogenannten Datenerfassungsbogen ausfüllt und mit uns später eine Anlage realisiert, bekommt darauf 10% Rabatt. Wo findet man Sie? Zum einen hier auf der Messe und natürlich auch vielleicht im Internet? Auf der Messe finden wir uns hier am Stand 17, heute und die nächsten 2 Tage. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu uns kommen und sich beraten lassen. Und im Internet findet man uns unter www.glennsolar.de. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, Herr Anger. Danke, Herr Seidel. Vielen Dank. Und ich schaue jetzt einfach mal weiter. Es gibt nämlich noch so viel mehr zu entdecken auf der Baufachmesse Zwickau 2019.